mein Gott, Leute, wir sind einfach mal auf der Simpsons-Map und ich habe mir eine Mod geholt, mit der ich mich zum Mini machen kann. Denn wir werden uns heimlich zum Mini schrumpfen und uns so verstecken. Hitmate und Kolle wissen von gar nichts und das ist das Lustige. Bleibt unbedingt bis zum Ende des Videos dran, denn ihr werdet nicht glauben, wie die Jungs reagiert haben, als sie es erfahren haben. Und lasst mal jetzt ein Like da, denn dann werde ich auch größer. Oh nein, Leute, ich schrumpf schon wieder. Guckt euch das mal an, ich bin einfach ein Mini-Mini-Mini-Klein. Oh Gott, Leute, ihr müsst jetzt ein Like da lassen, dann werde ich wieder normal. Oh Gott, schaut euch das mal an, wie klein ich bin. Ach, Gott sei Dank, Leute, jetzt bin ich wieder normal. Endlich. Okay, es geht los, Leute. Es wird sehr lustig. Wir sind heute mal wieder unterwegs im Hide and Seek Battle. Wen haben wir am Start? Wen haben wir am Start? Ruffy von SpongeBob. Soll ich dir jetzt einen Schlag geben oder jemand anderen doppelt? Ich würde sagen, Kalle, gib mir den Schlag doppelt. Moin, was geht, Kalle? Okay. Stirb! Er ist Game Mode, das ist so traurig. Moin, wenn man moin, cheaten was geht, muss Jungs? In deiner eigenen Aufnahme. Alles gut bei euch? Let's Alles go! Super. Gut, Leute, Hide and Seek, ganz einfache Regeln. 3 Minuten Suchzeit, 1 Minute verstecken und der sucht, der geht hier für 1 Minute rein und schaut sich diese geile Aussicht an. Guck mal, wie geil das hier ist. Guck mal. Wow. Oh, wow, einfach Himmel. Das sind krass. Meine Träume und Zukunftspläne. Wirklich so Hammer, ne? Hä, hey, du kannst... Das so. Schön, dass nein, was? Ich dachte, da kann man... Ich, Digga, hast du da rausfliegen? Ach, Mann. Ach, okay, scheiß drauf, Digga. Such zuerst. Weißt du was? Ich such sogar zuerst. Ich such zuerst. Ja, ja, ich such zuerst, genau. Okay, komm. Wir haben übrigens hier die Simpsons mit dem Start, Leute. Also das Haus von Simpsons. Und dann sehen wir einfach mal, das Geilste daran ist einfach diese Tür. Und wie geil ist denn bitte schön diese Tür, ne? Ey, jetzt mal wirklich... Wie geil! Also ich muss sagen, Digga, die Tür ist echt sehr geil. Und dann auch dieses Klingeln auf süß, ne? Echt so. Aber eine Sache, Pat. Ja. Was ist der Sinn dahinter, wenn du suchen sollst, aber hier rumläufst und uns siehst, wie wir uns verstecken? Nein, ich gehe jetzt wieder rein. Ich gehe jetzt wieder rein. Okay. Ja, dann geh ich mal jetzt. Die Zeit zum Verstecken beginnt exakt. Warte. Jetzt! So, ihr könnt euch verstecken, Jungs, ne? Let's go! Ich bin echt gespannt. Die wo? Riesig. Ja, die ist auch riesig, ne? Aber so muss es auch sein. So muss es auch sein. So. Dann würde ich mal sagen, wir gucken mal, wo die ganzen Schlawiner sich hier versteckt haben. So, rein da, rein da. Ich hab mein Versteck schon. Habt ihr beide euer Versteck oder was? Du hast deins schon? So ich hab meins schon. Das ist übelst wild. Okay. Shader ändern, ich sehe hier drin einfach nichts. Also habt ihr beide euer Versteck schon oder was? Gib mir noch 1 Minute, warte ganz kurz. Wie groß ist das Haus eigentlich? Weil wir haben ausgemacht, dass wenn das Haus zu groß ist so, dass man ja, ein paar Tipps bekommt, weil das jetzt einfach zu schwer ist, ne? Ja. Wo seid ihr genau? Also, ich habe gerade das Versteck gerade gesehen, ne? Aber also ich weiß nicht, ob man das Versteck nennen kann. Okay, okay. So, dann würde ich sagen, ich darf jetzt anfangen, euch zu suchen. Ne? Du suchst schon? Ja, ja, jetzt suche ich euch, weil die Minute ist genau jetzt vorbei. Die Suchzeit von mir beginnt genau jetzt. So, dann würde ich sagen, Zeit beginnt zum Suchen von mir genau jetzt. Ich laufe jetzt nämlich los und dann schauen wir mal, wo ihr kleinen Schlawiner unterwegs seid, ne? Ich bin versteckt auch, ja, perfekt. Okay, okay. Ihr seid beide anscheinend versteckt, ne? So, und hier vielleicht. Also das Haus von innen ist so, ja, gewöhnungsbedürftig beschmückt, ne? Muss man ganz klar sagen. Sieht so ein bisschen komisch aus zum Teil, aber trotzdem nicht schlecht. Lol, wie leckt das denn hier? Was ist das? Was geht? Ach, ich bin noch unsichtbar, merke ich gerade. Warum bin ich noch unsichtbar? Okay, chill. So, aber ich gebe mir jetzt mal ganz kurz hier meinen Effekt weg, weil ich sehe dich, also siehst du mich, oder? Du kannst, so als geistmäßig, so richtig, richtig schwach. Okay, da muss ich mir mal ganz kurz meinen Invisible weggeben, weil sonst ist es doof. Ja moin, was geht? Also ich habe mich ja schon mal gefunden. Ey, willst du mir helfen, Achmed zu finden? Komm, wir machen das zusammen. Okay, so, dann folge ich dir mal. Also, hä? Warte mal ganz kurz, warum macht er sich ganz hier Creative und Survival-Modus? Siehst du das? Ja, ja, klar sehe ich das. Alles gut. Nee, hat nichts mit meinem Versteck zu tun. Sicher? Ein bisschen. Ja, so, ja, ein bisschen. Okay. Ich bin auffindbar, keine Sorge. Auffindbar, wahrscheinlich. Dann, ey, wir haben noch 1 Minute 30 Zeit. Du musst mir einen Tipp geben. Okay, ich stehe, was willst du hören? Ja, irgendeinen Tipp. Bist du im Haus? Ich stehe, ja, ich bin im Haus. Ich stehe auf einem Zaun drauf. Auf einem Zaun? Ja, aber ich weiß nicht, ob dir das weiterhilft. Ey,
Kalle, hast du eine Idee, wo der ist? Er war, kurz bevor du gesucht hast, bei mir in der Nähe vom Raum. Sprich, er wird nicht weit gekommen sein. Ehre, korrekt. Warum verrätst du mich? Weil ich Mitsucher noch jetzt bin, hat man doch gesagt. Ja, genau, du bist Mitsucher. Okay, sag, einen Tipp habe ich noch, aber der ist schon zu krass. Mhm. Ey, ich hab noch 54 Sekunden, Mann. Ich berühre Holz. Wow, Digga, danke für diesen geilen Tipp. Jetzt bleiben ja hier nur noch 50.000 Möglichkeiten offen. Pat, du bist einfach blind, das sagen wir so. Also, der Tipp war gut. Du bist im Haus. Nein. Hey, du hast gerade gesagt, du bist im Haus. Ja, natürlich bin ich im Haus. Hey, du kannst doch im Garten sein. Ja, aber ich habe schon einmal beantwortet, dass ich im Haus bin. Ja, aber wenn du ein zweites Mal fragst, dann wird dich, glaube ich, nichts ändern. Ja, vielleicht hast du dich so rausgesneakt, nachdem du gemerkt hast, Kalle hat dich verraten. Hätte ich echt machen sollen. Oh mein Gott. Digga, was ist das denn? Ich hab's auch gehört. Alter. Wir haben keine Zeit, wir müssen ihn suchen, dann zeige ich dir. Ja, aber wo ist der, Alter? Ich finde den nicht. 10 Sekunden noch. Wo bist du? Ey, ich finde den nicht. Das war's. Ey, Pat, du bist so ein blinder Vogel. Was? Du bist so ein blinder Vogel. Wo warst du? Okay, ich hätte nicht mal mit kreativ diese paar Blöcke da hinbauen müssen, weil du bist nicht mal in die Richtung gelaufen. Hä, wo bist du denn, Alter? Du bist nicht mal annähernd in diese Richtung gelaufen. Aber wo bist du denn? Wenn du achtsam bist, solltest du meinen Kopf wirklich easy gucken. Solltest du meinen Kopf wirklich easy spotten können. Hä? Digga, was labert der? Ey, Digga, die Leute sehen es gerade. Guck mal, wie dumm das einfach aussieht. Wo ist der denn? Digga, was ist das denn, Alter? Warte mal, bin ich doch 50 Mal vorbeigelaufen, ne? Du bist 50 Mal hier vorbeigelaufen. Oh mein Gott, Digga, bin ich dumm. Oh mein Gott. Ich habe mir doch zugebaut mit Holz, aber... Ja, ich wollte gerade sagen, Alter, ich konnte da nicht rein. Ja, Digga, er baut sich die Map einfach so, wie er will. Junge. Du bist nicht da reingelaufen, hier in die Ecke. Da war ich einmal drin, doch, da bin ich einmal reingelaufen. Nein. Doch, ich bin das... Jamie, jetzt Schneid mal rein, als ich hier reingelaufen bin. Ich bin da einmal reingelaufen, meine ich. Du bist 5-mal hier dran vorbeigelaufen, hin und ja, her. Ja, 5-mal hier vorbei und beim 6-mal hier rein. Ja, auch einfach alles zu, Bock. Hallo. So, okay. Gebaut, Kid vielen Dank. So, Jungs, jetzt sucht ihr mich einmal. Und wenn ihr mich nicht findet, dann seid ihr blind. Ja, Jungs, kann ich doch nichts für, wenn ihr das nicht abbaut. Aber ey, jetzt mal ehrlich, guck mal, ich stand auch die ganze Zeit hier so oben. Ja, weißt du, zwischen so hier so oben stehen und hier so verkrüppelt den Kopf raushängen lassen, das ist ein Unterschied. Stell dich mal dahin. Okay, warte. Ja, guck mal, Mann, ohne zu sneaken. Ja, Digga, man sieht mich gar nicht, Alter. Man sieht mich gar nicht und er hat noch so gesneakt, Alter. Der Ball, ey, der Junge. Er ist auf dem Zaun, wir sehen den Zaun nicht. Ehrlich, ne? Okay, Jungs. Jungs. Der Tipp war jetzt doch vielleicht nicht so gut, dass ich auf dem Zaun bin, den ich sehen kann. Aber ich hab's gesagt, ich berühre Holz. Okay, hast recht, sorry, Bro. Junge, es wird immer besser. Das war noch fair. So, dann würde ich sagen, ja, wer willst du nächst sein? Der nächste, bitte? Ahmed. Genau, weil er gecheatet hat, so. Dann würde ich sagen, dann geh mal hier rein. Okay. So, eine Minute Versteckzeit für uns beginnt genau jetzt. So, hör zu, nicht gucken. So, also, dann können wir uns mal verstecken, wo wir wollen, natürlich. Ne, ich bin echt gespannt, wo du dich versteckst, Kalle, ne? Ich bin mir sicher, der geht irgendwie in Dschungelmode und sucht uns damit. Nee, ja, aber ich kann mit einer Armbrust rum. Das kann natürlich auch sein. Was ist denn Old Betsy? Was ist das, Alter? Was hast du dir genommen? Ich hab mir eine Armbrust genommen. Eine Armbrust? Ja? Ja. Also, ich glaube, ich bin versteckt. Ich nicht. Mir egal, ich fahr mal. Nein! Nee, noch 20 Sekunden hast du theoretisch, Kalle. Okay, 20 Sekunden. Ja. Okay, ich hab ein Versteck. Okay, dann kannst du loslaufen. Deine Zeit beginnt genau, warte, ab jetzt. So. So, ich bin Survival-Modus. Ja, jetzt genau. Ich bin nicht mehr gecheatet. Genau, aber ich hab mir ein paar Utensilien genommen, um mir zu helfen. Was heißt das? Seht ihr wahrscheinlich gleich. Feuerzeug, so. Das ganze Haus brennt gleich. Nein. Ich übertreib nicht, keine Sorge. So. Ich mach's auf locker. Okay. So. Digga, was macht der da, Alter? Er lässt ja was explodieren. Hallo, ich wollte nur ein Loch abchecken, ob's vielleicht unter der Erde was gibt. Nur ein Loch. Ja, moin. So, moin, schauen wir mal nach. Wie, alles gut. Ich bin erstmal in der Kitchen, Digga. Okay. Wollt ihr mir vielleicht jetzt sofort schon einen Tipp geben? Ja, ich bin im Haus auf jeden Fall. Okay, mein das Tipp? Ist gut, weil ich suche auch nicht im Garten. Das könnt ihr vergessen. Okay, ich bin im Haus.
Ich bin im, bin gerade, warte, ich kann dir gleich sogar einen kleinen Tipp geben. Ich bin gerade, wobei kann ich dir den Tipp geben? Warum gehst du in Kreativmodus, Pat? Du weißt schon, ich sehe das auch. Na, ja, ich weiß, aber das hat nur den Hintergrund, weil ich was, also es hat, kann ich dir jetzt noch nicht sagen. Nein, okay. Kann ich dir jetzt noch nicht sagen, aber es ist nichts Schlimmes, wirklich nicht, es ist nichts Schlimmes. Ja, wollen wir sehen. Hast du dich vielleicht irgendwo in Holz eingebaut? Nein, das hab ich nicht gemacht, ich heiße nicht Kidman. Okay, also ich bin im Eingangsbereich ungefähr, ne? Okay, ich bin im ersten Stock. Ja. Eingangsbereich. Okay, dann brauche ich den Keller nicht abchecken. Nee, Keller brauchst du nicht abchecken. Dürfen wir uns denn eigentlich weiter bewegen und so? Also wenn wir, oder... Nein, wir sind immer an einer Stelle, glaube ich, ne? Ihr könnt's gerne probieren. Sagen wir so. Okay, ja, aber es fällt wahrscheinlich am meisten auf, ne? Wenn man weiter bewegt. Ja, es fällt auf jeden Fall auf. So, gucken wir mal auf dem Auto, ist auch keiner drauf. Also keiner von euch war so schlau und hat sich vielleicht irgendwo auf ein Auto drauf gebaut. Hä, aber wie drauf gebaut? Wir haben uns... Wir waren nie die Regeln vom Baum. Das ist halt echt. So. Das ist doch Minecraft. Halt den Ziegel, der baut sich einfach irgendwas ein. Einfach Fortnite. Ehrlich, Alter. Oh mein Gott. Also er kommt irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie will er nicht uns also finden. Also ich bin schon am Suchen. Ja, aber suchst du auch mit Augen offen, oder? Ja, also so ein bisschen nebenbei. Ah, okay. Also im Eingang warst du auf jeden Fall nicht. Kann ich dir sagen. Ja, also sonst hätte ich dich ja gesehen. Ja, okay, dann schaue ich mal am Eingang vorbei. Mhm. Das hier ist der Eingang. Ja. Und wo warum bist du? Bist du jetzt TNT? Gut, da hat der Pat meine Taktik verstanden. Ich platziere die ganze Zeit TNT, bis du etwas sagst. Okay. Ey, sei leise, bitte, sei leise, okay, sei bitte leise, okay? Ich sag nichts, sag okay, nix. Sehr gut, Ehre. Digga, das war mein Plan. Die ganze Zeit TNT setzen, bis jemand sagt, warum setzt du TNT? Ja, aber ich wollte ja auch, dass du mich siehst. Also es wird schon okay, aber sonst sag nichts, okay? Sag nichts, okay? Sehr gut, sehr guter Junge, guter Junge. Ja, also mich hast du gefunden. So, Pet haben wir gefunden. Aber die drei Minuten sind eigentlich vorbei, ne? Ja, und Kalle habe ich auch gefunden. Ach, hast du auch gefunden? Ja, wir jetzt gerade erst. Ah, okay, ja, okay, das war eigentlich nach der Zeit, ne? Ja. Ja, okay. Das war eine Millisekunde nach der Zeit. Eigentlich ja nicht. Aber okay. Oh, Kalle, dann würde ich sagen, du gehst jetzt mal hier herein und los. Dann... Boah, beruhig dich, komm mal runter, Digga. Los. Hey, zu rein, Alter. Boom. So, dann würde ich sagen, die Zeit zum Verstecken beginnt genau... Warte. Ab jetzt. Und ich würde sagen, rein da. So, warte, komm mal mit, Ahmed. Ich habe eine ganz geile Idee. Ja. Warte mal. Warte. Wir machen Folgendes. Dein Geheimnis kenne ich ja schon. Mein Geheimnis kennst du schon, genau. Zack. Und ich sag dir jetzt, ich schreib dir jetzt mal ganz was auf Dings. Wie geil das aus? Ich schreib dir mal ganz was auf Disc, auf Teamspeak. Warte mal. Ja. Ah. Okay, 10 Sekunden noch. 10 Sekunden. Oh, mal ganz schnell. Genau. Komm hier hin. So. Okay, komm. Also die Zeit für dich zu suchen beginnt genau. Ab jetzt. So. Oh mein Gott. Also wenn du uns nicht findest, bist du blind. So viel können wir dir sagen. Ja, also ja, glaube ich auch. Wenn du mich nicht findest, bist du blind. Ich habe natürlich mir auch einen Trick überlegt, wie ich euch finden kann. Ja, wie hast du den Trick überlegt? Ja, ich habe mir eine Angel mit einer Karotte dran gemacht. Ja. Und sie Kidmave-Lockstab genannt. Okay. Oh. Guck mal, was funktioniert. Also die Garage ist keine gute Idee. So viel kann ich dir sagen. Pass auf. Hä? Seid ihr hier drin? Ja, wir sind auf jeden Fall so im Vorbereich. Im Briefkasten? Ne? Ja, Briefkasten. Ah, du siehst dich also. Du ja, wir ja, sehen dich. Ja, wir sind dich gerade. 2 Minuten 20 hast du noch Zeit. Okay, also wenn du uns nicht siehst, bist du blind. Nein, nicht da rein. Lüge. Nicht da rein. Hä, wo seid ihr? Guck mal jetzt. Bin ich dumm? Hä, lol? Ihr könnt mich ja, die ganze Zeit sehen. Ihr müsst draußen sein. Ja, wir sind auch draußen. Hey, Pet, komm. Ja? Okay, wir machen jetzt Mission Risiko. Komm. Wo seid ihr? Wie so eine Ameise. Wo ist der hin? Ich sehe den nicht. Ich sehe auch nichts mehr. Ich sehe auch dich nicht mehr, Pat. Wir haben uns verloren. Warte mal, wo bist du? Ah, da bist du. Ich hab mich. Ich hab 015 hab ich drin. Aber. Okay. Okay, ihr müsst mir einen Tipp geben, Jungs. Ja, wir sind immer noch vorm Haus draußen. Ungefähr. Wir sind draußen. Das kann aber das wir haben uns sagen. Verloren. Wo bist du? Kommt. Ihr seid draußen?
Ja, wir ich bin weiter in die Richtung gelaufen. Fühlt sich gerade so ein bisschen an wie bei Pokémon, ne, oder? Also, ja, wenn Mann, du verstehst. Ja. Es ist halt wirklich gerade Pokémon. Einfach wild Encounter im hohen Gras. Ah, da bist du, moin! Oh, was geht? Okay. Ja, wo bist du jetzt? Also, wir sehen dich hier nicht irgendwie vor dem Haus. Ach, sagt ihr vorm Haus oder nicht? Ja, vorm Haus. Also, nee, vorm Haus. Ich würde sagen, wir sind genau vor der Tür fast. Ja, so in der Nähe, ja. Ja. Das ist nicht euer Ernst. Doch! Was habt ihr gemacht? Vor der Tür? Nix, also, keine Ahnung, wo du bist. Ich würde schon sagen, ich bin parallel mit der Tür. Ja, also ich würde sagen, ich bin sogar fast die Tür. Ich habe da was gefunden, was ich glaube ich nicht sehen sollte. Nee, also keine Ahnung, was es war, aber 30 Sekunden noch. Mach die Augen auf, ganz schnell, wir sind vor der Tür fast. Du bist so blind, er fliegt jetzt Junge, auf einmal. Junge, was fliegst du da hoch? Ich dachte, Alter, auf dem Dach. Wir sind nicht auf dem Dach, wir sind immer noch vor dem Haus. Hey, ey, ich stehe gefühlt neben dir, Mann. Aber nein! Lass mich in Ruhe! Pat braucht deine Hilfe! Ich kann nicht mehr hin! Pat, mein Speed ist weg! Digga, ich kämpfe wie so ein Kakerlaken hier, tötet! So, er ist Survival-Mode, er ist Survival-Mode! Ja, komm! Nein, ist zu schnell! Er ist zu schnell, ey, geil. Na gut, Leute, also war sehr, sehr lustig, fand ich. Ey, was? Digga, wir sind ein Team! Aua! Okay, so, dann würde ich sagen... Ey, du stehst hier immer noch! Nein! Stimmt! Ey! Ja. Ey! Ey! Komm. Klein gegen groß. Ja, Mann. So, also deswegen habe ich gesagt, wir sind im wilden Gras, ne? Wie so ey, Pokémon. Aber ehrlich, ne? Guck mal ganz kurz, Jungs, wie lange meine Pfeile brauchen zum Fliegen. Die fliegen in Slow Motion, ne? Ich hab's gesehen. Komm, schau mal, mach mal. Bleib mal da stehen, Kalle. Bleib mal stehen. Warte, ich muss hinter das Gras gehen. Ja. So. Jetzt kommt's. Und jetzt angekommen. Geil. Leute, in dem Sinne würde ich sagen, das war sehr, sehr lustig. Also, die wussten von gar nichts. Also, Achmed hat es erstmal gesehen und danach hast du es gesehen. Fand ich sehr lustig. Like und Abo nicht vergessen, Freunde. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Schaut auch bei den Jungs vorbei. Bis dann. Ciao.